MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg nach dem Pokal. Das ist, nein, das darfst du nicht trinken. Du musst das trinken, das ist doch für dich. Nach dem Pokalknaller heute hier zu Hause mal wieder gegen Göppingen und mal wieder hat der SC Magdeburg den Einzug ins Final Four nach Hamburg klar gemacht. Es war ein Riesenfest und heute zum Fan-Talk zu Gast Fabian van Euffeln. Fabian, ich habe dich ganz kurz vorm Spiel gesehen. Da war deine Nase auf der einen Seite blass, auf der anderen Seite optimistisch. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin natürlich glücklich. Also was soll man sagen, wir sind wieder in Hamburg dabei. Und was mir eigentlich am allerwichtigsten war, war, dass ich heute einmal ein gutes Spiel gespielt habe. Und das macht mir eigentlich am meisten Freude. Was ist jetzt passiert, seitdem diese Trainerentscheidung gefallen ist? Das ist für uns immer schwer nachvollziehbar, weil eigentlich handelt es sich ja um anderthalb, vielleicht ein und ein Dreivierteltag. Da kommt dann auf einmal ein Typ an, der selber mit dir auch noch gespielt hat und sagt, hallo, ich bin jetzt hier der Trainer. Mittlerweile wiegt er nur noch halb so viel wie damals. Das heißt, er kann nicht mal im Arm drücken, mit dir eine Diskussion anfangen und so. Was hat denn Bennett gemacht? Wie waren die Ansprache? Was hat er als erstes für Worte an euch gerichtet? Ja, das ist natürlich auch gleich von vornherein gewarnt, dass es halt schwer ist, in zwei Tagen alles zu ändern, die ganze Struktur zu ändern. Und er hat einfach an ganz kleine Sachen geschraubt, gedreht und uns versucht, da ein paar wichtige Hinweise mit auf den Weg zu geben. Uns Bescheid gesagt, dass er zu 100% Vertrauen in diese Mannschaft hat, jeder Einzelne. Und dass wir mutig sein sollen, selbstbewusst. Und ich denke, das haben wir mitgenommen heute. Und gut umgesetzt. Diese kleinen Sachen, an denen da geschraubt wurde, wenn du das versuchen würdest, uns zu erklären, würden wir es verstehen oder sollen wir es gleich lassen? Na, das sind die Spiele, die wir jetzt gespielt haben. Das haben wir jetzt nicht neu erfunden. Das sind Sachen, die haben wir jetzt über lange Zeitraum gespielt. Und er hat vielleicht ein paar kleinere Hinweise gegeben, wie wir das eventuell besser spielen können, aus seiner Sicht. Und das haben wir umgesetzt und ich denke, ja. Wie gesagt. Ist auf der Bank irgendwie was anders? Redet er mehr mit euch? Redet er lauter mit euch? Sagt auch mal ein schlechtes Wort, damit auch Fabian wieder wach wird? Ja. Ha, ich war gerade mutig, ich habe jetzt aber ein bisschen Angst. Aber da ist auch jeder Trainer anders. Ja, und zum Glück, weil wenn alle Trainer die gleiche wären, das wäre ja langweilig. Und der bringt seine eigene Emotionalität mit rein. Wie gesagt, seine eigene Idee, eigene Ansprache, seine eigene Emotionalität und das unterscheidet ihn von anderen Trainern. Nun waren das heute Vorzeichen. Es gab diesen Knaller, also diese Überraschung auf der Trainerposition. Es war wieder Göppingen, ihr hattet gerade gegen Göppingen verloren, dann war die Halle heute knallvoll, war von der ersten Sekunde bis zur letzten komplett hinter der Mannschaft. Ich nehme an, du willst kurz Danke sagen. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich bedanken bei allen, die heute in der Halle waren und uns riesig unterstützt haben. Ich denke, ihr habt doch uns alle vorangetrieben, was halt sehr wichtig ist, gerade auch in unserer Situation. Auch wenn es vielleicht mal eng wird im Spiel, ist es immer wichtig, dass auch die Unterstützung von der Ränge kommt. Nicht nur, wenn ich vorne stehe, auch wenn es mal knapp wird. Und heute war die voll da und da bedanke ich mich für, war ganz toll. Und jetzt weiter in der Frage, man konnte eigentlich ja nur gewinnen. Wie schafft man es jetzt oder wie leicht oder wie schwer ist es jetzt, diese Stimmung für die nächsten Spiele irgendwie zu konservieren? Habt ihr da schon eine Ahnung oder ist es jetzt erstmal egal und heute wird gefeiert? Naja, natürlich heute genießen wir erstmal das, was wir heute geschafft haben. Ich denke, das ist ganz wichtig, mal runterkommen. Es waren einfach drei turbulente Tage. Aber das ist auch genau, was man... Man muss jedes Spiel versuchen, diese Emotionalität abzurufen. Ja, man wird vielleicht nicht jedes Spiel technisch-taktisch genau gut spielen, aber eins kann man immer beeinflussen und das ist die Einstellung. Und wenn die immer zu 100% stimmt, dann hat man schon die halbe Miete. Und jetzt kommt der Rest noch dazu. Jetzt gibt es das nächste Spiel in Hamburg. Da weiß man noch nicht so richtig, ob das stattfindet. Inwieweit interessiert euch das? Wir bereiten uns ganz normal vor, aber so wie es aussieht, was ich heute gelesen habe, ist es offiziell, dass der Hamburg Insolvenz angemeldet hat. Das heißt, die spielen weiter, die kriegen wahrscheinlich 8 Punkte Abzug und der Spielbetrieb läuft in Hamburg einfach ganz normal weiter. Okay, dann würde ich mal an dieser Stelle sagen, Fabian, ach so, hat der Trainer eigentlich schon was gesagt? Habt ihr morgen frei oder geht es gleich sofort in die Vorbereitung?
Nee, er hat uns gesagt, dass, ja, dass sein Anteil eigentlich das kleinste war heute an dieser Sieg. Das, was wir gemacht haben, ist unser Verdienst und sein Beitrag war halt sehr minimal. Morgen geht es ganz normal weiter. Manche werden sich regenerieren, manche werden Wurftraining machen oder wie auch immer. Aber ja, wir werden einfach weiter schauen. Was machst du? Regenerieren? Ich bin ein alter Mann, ich muss regenerieren. Kühltonne, Eistonne. Ja, mal gucken. Ein bisschen bewegen soll so sein, um den ganze Müll aus dem Körper rauszuspülen. Und ja, das wird schon, das kriege ich schon hin. Fabian van Olfen am Ende eines ereignisreichen Tages, der wiederum am Ende von drei ereignisreichen Tagen stand. Der SC Magdeburg hat heute auf jeden Fall ein unglaublich schönes Zeichen gesetzt. Und auf wen konnten sich die Spieler und die Trainer und alle Macher im Hintergrund die ganze Zeit verlassen, egal wie es gelaufen ist? Auf Sie. Vielen Dank. Kommen Sie weiter zu allen Spielen beim SC Magdeburg. Fabian van Olfen wird jetzt auf jeden Fall noch Autogramme schreiben. Mein lieber Herr Gesangsverein, kommt wieder in die GTEC Arena zu allen Spielen und lasst uns noch ein paar Siege feiern in dieser Saison. Ich gebe Ad an die Pressekonferenz.